Zum Beispiel sind wir bei der Tour de France ca. 40 Personen. Das ist natürlich schon ein viel größerer Aufwand, das alles zu planen. Hey Radsportfans, habt ihr Bock auf einen Blick hinter die Kulissen zusammen mit Traumwacher 0,0? Then follow me. Als Head of Logistik bin ich dafür verantwortlich, dass die Waren, die bei uns im Servicekurs im Lager ankommen, zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Termin am richtigen Ort sind. Das heißt, wenn neue Bekleidung kommt, dass die Fahrer die rechtzeitig zum Rennen bekommen oder auch wenn Gels, Riegel, Getränke bei uns hier ankommen, dass die dann zum Rennen mitgehen. Die Herausforderung im Job des Head of Logistik ist natürlich, dass bei drei Rennprogrammen, die gleichzeitig stattfinden können, der Überblick behalten wird. Und da ist die enge Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Mechanikern, Physiotherapeuten, aber auch mit der Travel Managerin essentiell, damit das alles reibungslos stattfindet. Eine Grand Tour ist eine dreiwöchige Landesrundfahrt. Das sind die wichtigsten Rennen für viele der Rennfahrer in der Saison. Dazu gehören in Italien der Giro Italia, in Frankreich die Tour de France und als Abschluss die Vuelta España in Spanien. Die Mechaniker kommen circa eine Woche vor Tourstart zu uns, bereiten ihre Räder, ihre Laufräder vor. Die Physiotherapeuten kommen, packen ihre Gels und Riegel ein. Natürlich darf dann auch das Trinken nicht fehlen. Die Physiotherapeuten bereiten 3.500 Flaschen vor und natürlich die Rennverpflegung. 600 Gels, 700 Riegel werden mitgenommen und das Getränk im Ziel darf natürlich auch nicht vergessen werden. 14 Kisten Grombacher 0,0 gehen mit zu einer dreiwöchigen Landesrundfahrt, damit die Fahrer nach der Etappe ein kühles Grombacher genießen können und dort die Regeneration bereits starten. Die To-Dos einer Travel Managerin sind im Groben die Planung und Buchung aller Reisen zu und von den Rennen und Trainingslagern. Es ist kein 9-to-5-Job, es ist ein Job mit 24/7 Erreichbarkeit für Notfälle. Grob gesagt 300 Renntage, 40 Fahrzeuge, 130 Personen. Versuchen immer an den richtigen Ort zu bringen. Die To-Dos für eine Grand Tour sind ein bisschen anders wie bei kleineren Rennen. Man versucht auch alles früher zu planen, zu starten zu planen. Man muss auch an den Veranstalter sehr viel früher Zimmerlisten abgeben, Fahrzeuglisten abgeben. Man startet mit, dass man sich den Rennverlauf anschaut, wo ist der Startort, wo ist der Zielort. Dann versucht man, die besten Flughäfen rauszusuchen für die Anreise. Man schaut, ob die Fahrzeuge via Landweg anreisen können oder ob man fern zu buchen hat. Man muss mit allen Heads, die verantwortlich sind bei dem Rennen, zusammen abklären, was der beste Weg wäre für die Anreise, für die Planung, die Gestaltung der Grand Tour. Speziell bei Grand Tours liegt der Unterschied in der Planung einfach darin, dass es sind die wichtigsten Rennen vom Jahr. Man versucht natürlich für alle vom Team, dass die Anreise so gut als möglich, so kurz als möglich gestaltet wird. Immerhin dauern Grand Tours mehr wie 3 Wochen und jeder versucht in diesen 3 Wochen das Beste zu geben. Und dementsprechend versuche halt ich auch, dass man ihnen mit einer kurzen Anreise damit auch helfen kann. Ich speziell schaue darauf, dass wirklich alles so weit und so gut vorbereitet ist, dass unsere Mitarbeiter und auch die Fahrer alles haben, was sie brauchen fürs Rennen, damit sie dort vor Ort sich 100% auf ihren Job konzentrieren können. Die diesjährige Tour de France beginnt in Bilbao im Baskenland in Spanien. Das bedeutet für uns natürlich auch nochmal logistisch eine weitere Anreise. Wir bringen unsere Fahrzeuge, 15 Fahrzeuge insgesamt, nach Spanien zum Start. Die Unterschiede von einer Grand Tour zu normalen kleineren Rennen sind eigentlich sehr groß. Durch das, dass auch bei einer Grand Tour viel mehr Personen vom Team dabei sind. Zum Beispiel sind wir bei der Tour de France ca. 40 Personen. Im Vergleich zu einem kleinen Eintagesrennen, wo nur 15 Personen sind, ist es natürlich schon ein viel größerer Aufwand, das alles zu planen. Wir haben mit dabei einen großen Bus, einen großen Mechaniker-LKW, insgesamt 6 Supportfahrzeuge, dann noch einen Küchentruck, ein Kühlfahrzeug und weitere Vans,
die 3 Wochen mit dem Team durch Frankreich touren.